So, eine Belagerung. Was heißt das? Es sieht so aus, als ob sie die Kolonie belagern wollen. Sie werden Mörser benutzen, um deine Kolonisten aus der Ferne zu bombardieren. Na, guck mal an. Ihr kleinen schmutzigen Finke. Ja, das lassen wir natürlich nicht auf uns sitzen. Du bleibst hier. Schauen, ich glaube, euch alle anderen kann ich einsetzen. Ne? Zack. So. Dann wandern wir schon mal da oben hin. Machen wir eben eine Pause. Ah, Nicole, als Frau der Natur solltest du ein wenig schneller sein. So. Gut, Severin. Jetzt mal erstmal die Gewehre, die die größte Reichweite haben. Das wäre Nicole. Dahin. Xandi, ne? Xandi, jawohl. Xandi, du gehst dahin. So. Ihr beiden geht hier runter. Dahin und dahin. Du gehst erstmal da oben hin, da oben. Na, bitte, getroffen. Dahin. Da unten. Endlich ist dieses Arschloch weg, ey. Ah, Mann, ey. Stopp. Einmal löschen, schnell. So, die ziehen sich alle zurück. Jetzt müssen wir mal schauen. Severin. Ach, fuck it. Mist. Haben wir vielleicht hier zufälligerweise. Moment. Du, nein. Ernten. Dahin, los. Gut. Wie geht's dem Piotr? Auch nur 5 Stunden. Ja.
Ach du liebes bisschen. Keine unmittelbare Gefahr. Ist sie... Kann ich gehen. Okay, dann du... Erstmal hier... Eieiei, Zone. Jetzt muss ich hier Zonen einrichten. Ist ja wohl nicht wahr, ne? So, hier zum Heimatgebiet. So, und dann machst du jetzt hier. Nein, da erstmal löschen. So. Nicole. Geht's einigermaßen? Per. Du. Da und Nicole. Sind alle tot hier. Wer ist das? Winnie Lindsay. Kann ich nichts für tun. Okay. Ich muss wieder ein Heimatgebiet machen. Okay. Löschen. So. Scheiße, jetzt brauche ich ein Medpack. Das gibt's doch nicht. Dann sterben die mir jetzt weg. Retten. Okay, da werde ich nichts machen können. Gefangen nehmen. Sofort werdet ihr alle nur noch Medbags tragen. So ein Scheiß, wirklich. Das ärgert mich jetzt wahnsinnig. Okay, Xandy. Retten. Du gefangen nehmen, ne? Okay. Ist das ärgerlich hier. Das ist nicht so gelaufen, wie ich es mir vorgestellt hätte. Oder habe. So eine Kacke. Na, Severin ist tot. Was natürlich mega beschissen ist. Davon war auszugehen, dass das passiert. Auch tot? Oh ja. Handeln. Nein! Piotr ist doch nicht tot, oder? Der schläft doch nur.
Nein, 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 nein. Sorry, Leute, dass ich so wenig sage, aber ich bin gerade echt schockiert. Auch wenn wir hier sicherlich einiges nachher abräumen können, aber Piotr ist auch tot. Meine Fresse, ey. Ach, Quatsch. So. Kriegen wir wenigstens Sakura durch. Das will ich doch hoffen. Per muss auch unter Risa. Gut, wen haben wir denn hier noch? Nicole schläft, Erik kümmert sich um Sakura, das ist okay. Risa schläft, keine unmittelbare Gefahr. Wer ist denn arbeitstechnisch? Was haben wir denn hier? Erik, ja, und Xandy. Xandy futtert, ja, du spinnst da wohl. Mann, 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 ey. Hätten wir ein Medbag dabei gehabt, eine Medibag, jeder. Also die Belagerung bringt uns natürlich jetzt eine ganze Menge Ressourcen. Na, ist auch klar, aber sie hat uns 2 Leute gekostet. Versorgt. Versorgt. Auch versorgt. Ach Mann. Auch. Ja, Sonneneruption auch noch. Klar, immer kräftig rein damit. Ist auch tot. Wir haben also noch nicht mal irgendwie jemanden dazu gewinnen können. Hier Lager. Jawohl. Ach Mann. Ich war so gut drauf, als wir angefangen haben. Und jetzt alles weg. Wenn die jetzt 1, 2, 3, 4, 6 Pendeln, 6 Männer kennen. Irgendwo was. Ich denke, der ist tot. Hallo? Ich glaube, ich habe einen Zombie. Thank you.
kann mir mal einer erklären, warum mein Piotr da so rumliegt? Warum der hier nicht beerdigt wird? Ich glaube, das Spiel spinnt. Kann das sein? Kältewelle, okay. Jetzt geht ja alles kaputt. Da freue ich mich total drüber. Danke, Arschlochspiel. Piotr, der Geist von Piotr liegt in meinem Lager und futtert alles auf. Ich muss mal neu starten. Das kann so nicht sein. Okay, ich starte mal kurz neu und dann bin ich gleich wieder da. Mehr kann ich jetzt dazu nicht sagen. Bis gleich. So, meine Lieben, jetzt bin ich wieder zurück. Jetzt funktioniert das auch einigermaßen hier alles wieder normal. Hier ist auch komischerweise eine Wand weg. Ja, warum auch immer. Wir können jetzt erstmal dafür sorgen, dass Piotr ordentlich beerdigt wird. Ja. So wie sich das gehört. Ja, alles ist davor, ich weiß. Und ich sag noch, wäre schön, wenn ich meine Teufelsgarnpilze nicht verlieren würde, aber natürlich passiert das, ist doch klar. Die sind bei 84%. Bah, ist das. Es ist so ein. Also wirklich, dieses Spiel ist manchmal aber so richtig arschig, muss man wirklich sagen. Gut, wir sorgen erstmal dafür, dass es hier bei den Überlebenden warm wird oder warm bleibt. Und bei den Tieren muss es ein bisschen wärmer werden. Bauen wir auch noch eine hin. Wir haben noch 13 Stück. 13 Baue. Und auch hier noch erstmal eine hin. Ja, ist jetzt nicht gerade der Knaller, aber da sind 17 Grad, da sind 19 Grad. Ja, das geht. Das können wir noch einschalten. Dann wird es hier gleich auch wärmer. So. Sakura hat sich erholt. Per. Ja, aber Per wird wieder gesund. Das ist auch okay. Risa braucht noch ein bisschen. Haben wir doch was. Ja, bei der Belagerung habe ich mich ehrlich gesagt nicht so clever angestellt. Und bring die auch mal noch hier weg. Kein Lagerplatz. Okay. Jetzt macht es von alleine auch gut. Ja,
ich bin ein bisschen, ich stehe noch ein bisschen unter dem Eindruck dessen, was da gerade passiert ist. So. Wie sieht's denn aus? Cowgirl, Ritters Männchen. Noch ein Männchen, hier mal ein Weibchen. .53 hat er. Noch ein Männchen kann auch weg. Ein Männchen müssen wir natürlich behalten. Das Alpha-Weltmännchen Siegfried. Ja, Cowgirl ist schwanger. Vladlena ist noch sehr jung, bleibt aber natürlich. Okay, so, was kann man verkaufen? Hundeleder, Vogelleder. Wolfsfell. Und jetzt kommen wir dann mal zum Rauchblatt-Joint. Also alles bringt uns 2-1. Können wir denn von dem irgendwas Sinnvolles kaufen? Kräutermedizin haben wir selber genug. Essen an für sich auch. Werden das auch noch ein bisschen umbauen mit dem Essen. Dann würde ich sagen, mal an und dann sagen wir hier gleich tschüss. Haut mal ab. So, da oben haben wir immerhin unseren Gang fast fertig bekommen. Ist ja Wahnsinn. Dann machen wir hier mal für den Übergang ruhig eine Granittür rein. Da ist es warm genug. Hier ist es überall warm genug, das ist okay. Dich können wir jetzt eigentlich erstmal abreißen. So. Wird es hier gleich auch wärmer. Okay. Oh, und hier unten müssen wir natürlich auch für den Fall der Fälle noch 11 Stück was reinbauen, aber ich warte damit noch. Wir haben im Moment keine Gefangenen. Sollten wir welche bekommen, werden wir dann entsprechend noch was dazu bauen. Hier ist Gold, ja. Nur haben Mörser? Ich kenne mich damit ja jetzt echt nicht aus, ne? Hey. Das mal reinholen. Die nehmen wir jetzt beide in Besitz und den installieren wir mal. Keine Ahnung, wo installieren wir den denn mal? Ich habe noch nie mit dem Mörser gehantiert, muss ich ganz ehrlich sagen. Und der hier,
stelle ich mal eben daneben. Können wir ja abbauen, wenn nichts taugen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das was Großartiges bringt für uns, aber wir schauen mal. So, dann diese ganzen Teile hier nehmen wir natürlich in Besitz und reißen sie ab. Und in Besitz nehmen und abreißen. So, dann haben wir hier freigegeben, haben wir das ja alles. Das kann eigentlich alles rein bei uns. Wir kriegen mal eine psychische Beruhigung. Das ist ja nett. Schön, Risa hat sich auch wieder vollständig erholt. Wärmetechnisch ist das erstmal soweit okay. Hier ist natürlich sehr kalt, ne? Ein Ziel auf die, dass die so lange wie möglich angreifen soll. Okay. Jetzt bin ich mal gespannt. Jetzt sage ich, hier. Schießt das so weit? Ich weiß, das ist jetzt echt mies, mit dem Mörser da drauf zu ballern. Aber ich denke mal, das ist der Radius, oder? Oh nee, oh nee, oh nee, ist nicht zu glauben. Schon wieder ein Überfall. Und sie greifen sofort an, ist ja klar. Gut, nee, ich glaub's nicht. Okay. Nehmen wir den noch mit. Nicole dahin. Sakura dahin. Bär dahin. Risa hat keine Waffe. Sandy dahin. Ja, und Eric kann leider nicht. Auch wenn er gerne würde. Okay, Risa. Dahin. Unsere Tiere ins Heimatgebiet. Da kommen sie an. Jetzt sollen wir mal schauen. Klatsch. Und tot.
Klatsch. Und tot. Klatsch. Und tot. Und klatsch. Wow, die haben ja noch nicht mal die erste Hürde genommen. Mal eben darüber. Dann können wir uns den vielleicht schnappen. Ich denke, der wird eher sterben. Die sind alle tot, ne? Ja. Jo. Okay. Tot. Wo rennt sie jetzt hin? Ach, sie baut ein bisschen Stahl ab. Ist okay. Ja, das war wieder ein Kampf nach meinem Geschmack. So sollte das immer abgehen. Dann wäre ich sehr zufrieden. Eigentlich war es ja noch nicht mal ein Kampf, ne? Wenn man ehrlich ist. Aber gut. Dafür ist die Defensive ja da, um solche Sachen abzufangen. So. Oh, haben wir eine Ratte? Haben wir die etwa aus Versehen erschossen? Ah, ne, ein Rotfuchs hat sie platt gemacht. Okay. Immer weiter abbauen, bis nichts mehr da ist. So. Ja, es ist schon ein bisschen schwieriger, muss ich sagen, dieses Spiel. Wir haben es echt nicht ansatzweise geschafft, hier das Ding fertig zu machen. Das wollte ich in der letzten Folge fertig haben. Das ist ein wenig peinlich, finde ich schon fast. Aber gut, so ist es halt. Ich würde sagen, wir machen jetzt auch mit dieser Folge Schluss. Im Moment werden wir ja jede Folge mindestens einmal angegriffen. Insofern langweilig wird es nicht, aber wir kommen natürlich hier mit dem Bau nicht so wirklich voran. Müssen wir uns irgendwoher erstmal Leute besorgen und die Dinger hier. Das sage ich euch jetzt schon mal, die reiße ich ab. Einstellen und abreißen. Weil wir so einen Blödsinn nicht brauchen. Die machen, glaube ich, mehr kaputt, als sie helfen. Und dementsprechend weg damit. So, und ich wünsche euch einen schönen Tag, einen schönen Abend, morgen Mittag, wann auch immer ihr diese Folge seht. Ich freue mich jedes Mal, wenn irgendwer einschaltet, wenn ihr dabei seid und wenn ihr mir auch Kommentare schreibt. Da freue ich mich wirklich und wir sehen uns. Macht's gut. Bis dahin. Tschüss. Euer Eli. Ciao.